Also ihr Lieben, seid ihr schon gespannt, ob das Ergebnis, ob die Auflösung? Ja, es ist nicht Neuseeland, es ist nicht Kanada, es ist nicht England, es ist nicht Frankreich, es ist nicht Russland, es ist nicht Schweden und es ist nicht Finnland. Ja, wohin reise ich für 5 Wochen? Ich habe vorher schon gesagt, es ist kein Urlaub, aber ich glaube, manche haben es falsch verstanden. Nein, es ist kein Urlaub. Ich werde um diese Uhrzeit, in dem das Video erscheint, werde ich wahrscheinlich schon im Flieger sitzen und nach Cork fliegen. Genau, Cork ist die zweitgrößte Stadt in Irland. Also werde ich da 5 Wochen in Irland leben. Ja, wie komme ich darauf? Warum lebe ich 5 Wochen in Irland? Ja, ganz einfach. Ich mache dort ein Auslandspraktikum. Nein, ich will nicht meine Ausbildung abbrechen oder halt eine andere anfangen. Ich möchte nicht halt meinen Beruf wechseln, also ich möchte nicht ins Ausland wandern. Obwohl, die Vorstellung wäre eigentlich schon relativ schön. Nein, nee. Mir geht es einzig nur darum, dass ich meine Sprachkenntnisse verbessern möchte. Weil mein Englischunterricht ist 3 Jahre her und ich möchte demnächst auch wieder halt mit meinem Fachabi anfangen, wo ich dann die Abendschule besuche. Außer im Vorteil, wenn ich dann wieder Englisch kann. Aber halt auch in beruflicher Sichtweise ist das sehr vom Vorteil, wenn man das schon mal gemacht hat, in meiner Sicht. Und da geht es auch noch darum, dass ich dort die Erfahrung, die ich sammle, die Arbeitsweise, wie es dort ist, dass ich die halt mit einbringen kann und in meiner Ausbildung, in meiner späteren Arbeitsweg einsetzen kann. Und das ist halt auch für mich ziemlich wichtig. Ja. Auf jeden Fall, ich werde dort mit 4 anderen Deutschen da sein, also beziehungsweise mit 3 werde ich zusammenfliegen, die eine wird schon da sein. Und wir werden dann von einem Taxi abgeholt in Cork am Flughafen. Und wir werden dann jeweils in Wohnungen untergebracht. Ich werde sozusagen auch eine eigene Wohnung haben, aber nicht alleine leben, sondern mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Ländern. Und halt auch eine Deutsche ist dabei. Wir teilen auch ein Zimmer, das habe ich schon vorher als Info bekommen, aber den Rest, mit wem ich noch eine Wohnung teile, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, wie es ablaufen wird, weil ich habe echt keine Ahnung. Also ich bin so mega aufgeregt. Ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen. Auf jeden Fall, ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet voll gespannt von mir. Also in Facebook, in YouTube, in Instagram, in Snapchat. Ich werde oben noch mal in einem Video, also auf Facebook werde ich oben noch mal in einem Video dazu schreiben oder in YouTube unten in der Infobox. Halt meinen Facebook-Account, meinen YouTube-Account, meinen Insta-Account und meinen Snapchat-Account werde ich noch einfügen, damit ihr wisst, wo ihr einfach gucken würdet. Wahrscheinlich werde ich überall dasselbe posten, weil ich so begeistert bin. Weil ich kann nicht meine Begeisterung zurückhalten. Kann ich einfach nicht. Auf jeden Fall, ich werde dort für eine Woche eine Sprachschule besuchen und daraufhin 4 Wochen arbeiten. Also in einem Betrieb. Die Wasseranlagen und Heizungen anbauen und also ich möchte jetzt Falsches sagen, also ich, wenn ich mich da mal so eingelebt habe und Wissen gesammelt habe, dann, ja, dann sage ich alles. Aber meine meiste Angst ist halt einfach, weil ich hörgeschädigt bin und halt mein Hörverlust so stark ausgeprägt ist, dass ich Angst habe, dass die Kommunikation abbricht. Also, dass sie misslingt, weil ich sie nicht verstehe oder ich selbst, ich kann nicht so gut Englisch und sie reden und ich verstehe das Falsche und antworte das Falsche. Auf jeden Fall wird es am Anfang wahrscheinlich lustig, weil jeder jeden irgendwie falsch versteht, aber ich bin auf jeden Fall total gespannt. Auf jeden Fall sollte auch so sein, dass dort also barrierefrei ist, also Barrierefreiheit gilt.
Weil es ein Grund ist, die Organisation ist von Erasmus Plus, also von der EU sozusagen, und dann Zusammenschluss von der Berufsschule, dort wo ich hingehe. Genau. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Auf jeden Fall, es werden weitere Videos kommen, wenn ich angekommen bin. Ein, zwei Tage später wird wahrscheinlich auch wieder ein Video kommen. Wenn ich gutes WLAN habe, dann muss ich in den Café gehen. Ja. Auf jeden Fall. Dann werde ich auch davon berichten, wie meine Anreise war. Auf jeden Fall. Viel Spaß bis dahin und hab noch einen schönen Sonntagabend. Ciao!